es gibt noch immer zu wenige Begrünungen, einfach dadurch, dass es noch immer die Vorurteile gibt, die sich doch in der Bevölkerung halten, zwecks Pflege, zwecks Kosten und so weiter. Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass die Pflege und der Unterhalt von Begrünungen geringere Kosten verursacht als die der bautechnischen Lösungen. Und unser Technikglaube ist einfach stärker als der Glaube an die Natur oder die natürlichen Lösungen, Low-Tech-Lösungen. Und insofern findet man Begrünungen im Stadtraum nicht so häufig, wie man sie eigentlich wollte. Die Rahmenbedingungen, das sind eigentlich zwei Themen, die man ansprechen muss. Einmal das Thema der Forderung und der Förderung. Es kann auch sein, dass es gut funktionieren würde, eine Mischung aus beidem zu machen. Also Forderung ist ja derzeit bei uns in Deutschland gut möglich über Bebauungspläne. Das kann aber dann sein, dass man eben einfach Leute zwingt und die Pflanze das ungeliebte Kind ist. Und gesetzt wird und ein paar Jahre später ist sie tot, weil sich einfach niemand drum kümmert, weil das nicht gewollt war, die Begrünung. Insofern ist der Ansatz der Förderung ein viel besserer Ansatz, wenn man eben einfach die Leute unterstützt, indem man erstmal Wünsche weckt, begrünen zu wollen und im Grunde dann verschiedene Lösungen anbietet, auch der Unterstützung. Also weg von den Aktionen, man verschenkt Pflanzen oder man verteilt beliebig Geld in der Stadt, um zu begrünen, sondern sucht vielleicht auch erstmal die Orte aus, die Begrünung am meisten nötig haben. Weil wenn man Geld einfach so verschenkt, dann ist es klar, dass es von den Menschen genutzt wird, die sowieso pro Grün sind. Und damit begrünen wir einfach die Gebiete weiter, die vielleicht ohnehin auch schon grün sind, grün haben. Und wir wollen oder müssen vor allem aufgrund der Anpassung an den Klimawandel eben genau die Bereiche begrünen, wo grün nicht vorkommt. Ne? Und um das zu erreichen, müsste man dann als Stadt erstmal schauen, wo sind genau diese kritischen Bereiche und genau für diese Bereiche dann Förderungen aussprechen. Da muss man dann gezielt Menschen gewinnen, die dieses Thema noch nicht weiter verfolgt haben. Das hat was mit Aufklärungsarbeit zu tun, mit Interesse wecken und auch mit dem Thema, dass die Leute sich selber damit identifizieren. Und da gibt es in anderen Städten schöne Beispiele, jetzt gar nicht mal die Dach- und Fassadenbegrünung primär betreffend, aber wo eben diese Gelder, die zur Verfügung stehen, eben nicht genutzt werden für die Planung und Pflanzung, sondern um Feste auszurichten, um Leute zusammenzubringen und dann zu berichten und zu überzeugen und diesen Menschen dann das Werkzeug, die Pflanzen, alles an die Hand geben, was sie brauchen. Wenn sie es selber gemacht haben, dann werden sie sich drum kümmern, dann werden sie es lieben. Na, das ist die Erfahrung. Also das sind verschiedene Ansätze. Einmal von Seiten der Stadt eben in diese kritischen Bereiche reingehen und dann über Anreize die Ohren öffnen für Begrünung. Was sich auch bewährt hat, sind dann irgendwelche Aktionen, der schönste grüne Balkon der Stadt, der schönste Vorgarten und so weiter. Ne? Das wird sehr gerne angenommen und ist natürlich auch für die Medien eine tolle Geschichte. Wenn Forderung, dann hat sich Forderung am besten bewährt, meines Wissens, wenn sie auch wiederum Zügel locker lässt. Also wenn man zum Beispiel Zahlen ausspricht, wie 20% einer jeden Parzelle müssen begrünt sein. Und es ist egal, wie die Leute begrünen.
Ne, ob sie Bäume pflanzen, Stauden, Gehölze in irgendeiner Form, ob sie Fassaden oder Dachbegrünung nutzen. Also einfach da auch wieder die nicht zu stringente Vorgaben machen, sondern die Menschen sich ihr Umfeld selber gestalten lassen. Ja, eine bundesweite Regelung wäre natürlich das Beste, wo sich alle dran halten und eben die Länder und die einzelnen Kommunen danach gehen können. Aber es ist nicht die Frage der Lockerheit. Ich bin schon dafür, dass man fordert. Ja, weil das ist ein Weg, das zu erreichen. Nur in dieser Forderung muss eben noch genug Gestaltungsspielraum sein. Die Frage ist eben auch, wenn man fordert in diesem Bereich, wie kann man es überprüfen? Ja, dann müssen einfach den Ämtern auch mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, um das verwirklichen zu können. Also Thema Brandschutz. Brandschutz ist nötig. Brandschutz wird regelmäßig kontrolliert. Ja, Begrünung ist mindestens genauso nötig. Muss auch kontrolliert werden, ja, damit es dann funktioniert. Also es ist einfach so diese gute Kombination an Forderungen und Förderung. Und zur Förderung gehört vor allem auch die Aufklärungsarbeit. Also das Thema Begrünung und was es kann, das ist den Leuten gar nicht bewusst. Also, dass im Hitzesommer 2003 70.000 Europäer gestorben sind, das sind fast die Zahlen, die wir dieses Jahr durch Corona hatten. Aber das war so niemandem bewusst, ja, dass das auch eine wirkliche Gefahr ist, wenn wir so weitermachen. Da hat man dann, jetzt sieht man, was Corona alles für Regelungen möglich macht. Wenn man das jetzt im Vergleich sieht zu diesen Hitzesommern, die wir haben, wo Unsummen an Geldern verloren gehen durch Tod, durch reduzierte Arbeitskraft, durch Krankenhausaufenthalte und so weiter. Wenn man das rechnet, da sind wir in einem Bereich, wo mindestens ein solches Handeln nötig wäre, wie wir das jetzt durch die aktuelle Lage kennen. Mhm. Na, nur, dass wir uns dann mit dem Thema Leben viel mehr beschäftigen als mit dem Thema Krankheit und Tod.